Vor kurzem wurde im Foyer von Lotto Rheinland-Pfalz eine Ausstellung zu Ehren Rudi Gutendorfs eröffnet. Die Bezeichnung Trainerlegende hat er wirklich verdient, denn in 55 Stationen schrieb er überall auf der Welt Fußballgeschichte. Dafür steht der ehemalige Rechtsaußen der legendären Mannschaft TuS Neuendorf, die in der Nachkriegszeit für Furore sorgte, sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Und deshalb gibt es jetzt nebenan im Stadtteil Rauental eine beeindruckende Ausstellung, die Gutendorfs Wirken und Leben würdigt. Ich war oft, auch nicht oft, fünfmal eingeladen, als die Nationalmannschaft vorbereitet wurde. Bin ich praktisch als Assistent nachher auf Helmut Schön dabei. Das waren mit die interessantesten Stunden in meinem Leben mit diesen Nationalspielern. Klasse, Leute. Wir haben heute hier einen ganz tollen Abend erlebt. Wir haben die Ausstellung von unserem langjährigen Lotto-Elf-Trainer und Mitinitiator der Lotto-Elf, Rudi Gutendorf, mit aus der Taufe gehoben. Rudi Gutendorf ist ein unglaublicher Mensch, der unheimlich viel für den Fußball getan hat und für Menschen getan hat, der für Deutschland viel gemacht hat als Botschafter des Sports und des Fußballs für Rheinland-Pfalz und für seine Heimatstadt Koblenz. All das ist hier in einer Ausstellung dokumentiert, die in den frühen 50er Jahren beginnt, wo man ihn zusammen mit dem Chef Sepp Herberger, der 54er Trainer, sieht. Der Prokurist Dirk Martin eröffnete die Ausstellung, zu der zahlreiche Gäste, Freunde und alte Bekannte der Trainerlegende gekommen waren. Die Elf von Lotto Rheinland-Pfalz, die Rudi Gutendorf bis vor wenigen Jahren noch betreute, hat in 17 Jahren 1,85 Millionen Euro für den guten Zweck eingespielt. Die Ausstellung über Rudi Gutendorf ist noch einige Monate zu sehen.